So, aus diesen Typis, aus dem Typi wird jetzt erstmal das ein oder andere Sticky, aus den Stickies wiederum wird das ein oder andere Äxtchen und dann gehen wir mal wieder farmen. So, irgendwo dahin. Ja, das hatte ich mir ehrlich gesagt alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte schon so große Pläne. Aber anders wiederum ist es auch nicht so tragisch, dass wir da gestorben sind, zumal ich sowieso los musste. Das war jetzt aber nicht unkonzentriert oder so, es war einfach, ja, Blödheit. Könnt ihr dazu einfach mal sagen. So, wir haben ein Eisenschwert. Du hast nur blöde Hände. Dich machen wir doch mit links kalt, weil wir es auch mit rechts. Patsch und weg. Guck. Die Erfahrungskügelchen kommen uns zugeschwommen. Wir waren, wenn ich mich recht entsinne, schon in Level 18. Tja, dann wird das mit der Verzauberung noch ein Weilchen warten müssen, meine Damen und Herren. Schade, schade. Nein, das Rotten Flash können wir ruhig da lassen. So tief bin ich jetzt ehrlich noch nicht gesunken. Getreide haben wir noch auf dem Feld. Das ist alles sehr gut. Wieso, warum gehe ich eigentlich so weit weg? Wir waren doch immer dort drüben. Na gut, nehmen wir mal diesen Berg. Da fallen wir vielleicht auch nicht in ein tiefes, dunkles Lavaloch. Wir elendig verbrennen. Ja. Wir sollten schon die richtigen Werkzeuge nehmen. Nur so ein Tipp. Komm, von ganz oben. Ach ja, und unsere ganzen Stufen sind und Cleanstone. Ich weiß gar nicht, was wir alles dabei hatten. Wenn wir es dabei hatten, ist es auf jeden Fall für immer verloren. Weil ich Nase natürlich nicht auf die Uhr gucke und dann 5 Minuten verstreichen. Tja, und alle Sachen sind fort. Auf immer und ewig. Deswegen steht ja auch, wenn man jetzt Minecraft gestartet hat, am Hauptmenü ist, auf Einzelspieler klickt und versucht eine Welt zu löschen, dann steht da ja auch, ne, das wird dann für sehr lang, also wird für ewig fort sein, diese Welt. In Klammern eine sehr lange Zeit. Das ist beruhigend, denn die Ewigkeit wird manchmal echt unterschätzt, wie lang das ist, ne. Das Zeug kommt nicht zurück, auch unsere Sachen, jetzt nicht vom Meeresgrund. Es sei denn, der klappbaute Mann oder sonst ein Typ, wie kommt da jetzt raus? Ja, aber... Schade, aber macht ja nichts. Wir leben noch wieder schon. Und immer wenn ich irgendwas verhampel, an einer Stelle scheitere, dann zeigt das doch nur, dass auch ich ein Mensch bin und dass wir dann gemeinsam aus den Fehlern hoffentlich lernen. Also, dass ich nicht wieder 30 Minuten versuche, einen Tauchgang zu machen, die ganzen Korallenriffe vom Great Barrier Reef erkunden möchte. Hallo? Ja, Gitarre ist jetzt nicht. Ich hätte jetzt gerne eine Depri-Playlist. Um das nur noch mal kurz ein bisschen fortzuführen. Eigentlich bin ich schon lange drüber weg. Ein paar Stunden zumindest. So, wir haben ein wenig von dem Holz, von dem Nutzholz. Oh, komm, wenn die Birke hier so will, ne? Wenn die sich so anbietet. Wir brauchen nämlich eigentlich... Das sah auch komisch aus, als würde das durch den Block durchgehen. Ich hatte noch Gelegenheit, nach unserem glorreichen Ende, nochmal nachzugucken, ob vielleicht ich die Minecraft-Jar ein bisschen zugemoddet hatte oder ob ich da Sachen ausprobiert habe. Konnte da aber nichts feststellen. So als wäre das alles schön original, wie sich das gehört. Tja, demzufolge habe ich keine Ahnung, woran das liegt, dass hier manchmal rumbackt. Ich habe auch nochmal ausprobiert, ob es vielleicht geht, dass wir mit der... Welche ist das, die gerade aktuell ist? Das ist denn... Naja, ob wir mit einer von diesen Snapshots spielen können, ohne Optifine. Aber selbst da waren die Lichtbugs unter Tage noch nicht weg. Ja, und dann dachte ich, okay, nehmen wir halt Optifine und ob ich jetzt Lichtbug habe oder nicht, ne? Er will nicht. Er will immer noch nicht. Tja, der ist komisch. Jetzt vielleicht? Wenn ich nicht hingucke? Immer noch nicht. Tja, der hat wohl zu viel von Herrn Heisenberg gehört. Kommt denn nicht die ganze Erde immer her? Naja, der will nicht, der muss ja nicht. Ich zwinge ihn gar nicht. Freies Land.
Hallo, können wir jetzt hier vielleicht mal ein Sapling aufnehmen? Da ist schon wieder einer runtergeplumpst. Ach, ich werde hier noch verrückt. Naja, das Ziehen war jetzt so durch. Wo ich noch keine Gelegenheit zu hatte, war mir ein schönes Text-Shop-Hack auszusuchen. Ich hoffe, das seht ihr mir nach, dass es ein wenig dauert. Aber andererseits finde ich diese Standardtexturen auch ziemlich schnieke. Also ich muss zugeben, ich bin gar nicht drauf und dran, das so zu beschleunigen. Also jetzt so, ne, Folge 1, wir haben das 256x256 Texturenpaket von, ja, wer sich da gerade anbietet, und sind jetzt die Helden. Wie gesagt, ich hätte gerne den Anfang klassisch, das ist mir hoffentlich gelungen. So gut es geht. Klassisch, schön und einfach. Und das ist auch hier Birke. Birke. Und aus Birke kriegen wir auch einen Sapling, der nicht runterfallen will. Hab dich. Der da so runterbackt. Also wenn das schlimmer wird, dann muss ich das, glaube ich, abbrechen. Aber auch schon in den letzten 1000 Milliarden Folgen war das ja nicht alles so koscher. Ich schiebe das jetzt einfach mal auf Minecraft. Das könnte natürlich auch am Rechner sein oder irgendwo dran, keine Ahnung. Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, wer da Ärger machen kann. Minecraft ist ja nur eine Option. Das könnte zum Beispiel auch Java sein, den ich vielleicht mal wieder aktualisieren sollte. Ich gar nicht weiß, ob ich den überhaupt mal aktualisiert habe. Zumindest nicht, seit ich den neuen Rechner aufgesetzt habe. Was übrigens rasend schnell ging. Da. Es hat eigentlich gar keinen Spaß gemacht. Der Rechner hat sich gelangweilt. Es ging einfach so flott, so zack und drauf und fertig. Saplings, kommt ihr jetzt mal hinterher mit dem. Da sind welche, aber die wollen jetzt wahrscheinlich alle nicht mitkommen. Aha. Das waren noch die Jungs, die eben nicht mit wollten. Ja, ja, jetzt aber, ne? Jetzt, wo ich hier Druck mache, ne? Dann. Sagen sich, okay, Schiedewart, wenn er das jetzt ernst meint mit dem, ich vergesse euch auf immer und ewig, dann parieren wir doch mal eine Runde. Tja, so begab es sich, dass die ganzen Saplings das taten, was der Herr von ihnen verlangte, und sie lebten glücklich zusammen bis an ihres Baumabholzers Ende. Ja, so in etwa. Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein bisschen Tannenholz. Also mal wieder ist gut. Wir könnten jetzt aber, glaube ich, weil wir Tannenholz nicht so dringend brauchen wie den ganzen anderen Kram, könnten mit unserem stattlichen Vorrat von 36 und 24, was immerhin 60 ergibt, könnten wir uns da unten weiter vergnügen. Steinchen kriegen wir daher, die Decke ist fertig, ein Boot müssen wir bauen, damit wir wieder Tannen abfarmen können. Stimmt, Brot war hier noch auf der Agenda. Sonne geht unter. Ich bemühe mich auch, das Quatschtempo langsam mal wieder zu senken. Die Aufregung steckt eben noch so ein bisschen drin. So, und hier alles muss weg, alles muss raus. Das mit dem Winter- und Sommer- und Herbstschlussverkauf lasse ich jetzt einfach mal. Habe ich auch gar nicht gerade erwähnt. So, und vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Ja, wobei, wo kriegt man eigentlich Melonen her? Melonen, Samen, Kakao, weiß ich. Das ist ja direkt vor der Haustür. Da brauchen wir noch nicht mal einen Finger krümmen. Und schon haben wir Kakao. Und mit Kakaobohnen und... Wie war denn das jetzt? Man konnte auf jeden Fall Kekse backen. Ich glaube, das war auch hier mit Getreide. Wovon wir jetzt auch eine ganze Menge haben. Brauchen wir auch. So, ich habe mir auch schon was für da unten für unser Gewölbe überlegt. Das wird totschick, verrate ich euch. Wobei ich selbst ein bisschen überrascht bin, dass mir solche tollen Ideen kommen. Eigentlich dachte ich, haben das immer nur die anderen. Aber, na gut. Irren ist menschlich. So, das erste wächst schon wieder, denn... Könnten wir uns ja schlummern legen. Das Bett ist zum Glück noch da. Alles gut. Die Brücke hier aus Sandstein. Falls wir welchen dabei haben, könnten wir das auch mal machen. Wobei ich wie immer keine Ahnung habe, wo wir das machen sollten, wenn wir das machen. Ich würde wenn dafür plädieren, dass wir es... Ja, und es ist so direkt vor der Haustür, das ist vielleicht auch nicht schön. Also von hier aus so ein Brückchen und dann müsste man aber drei breit und einen oder zwei nach oben haben.
Das könnten wir dann aus ganz, ganz vielen Sandsteinstüfchen machen. So, bevor die Sonne untergeht, können wir ja gerade nochmal unseren Frevel hier reparieren. Naja, das war Rettung in der Not. Wir haben zumindest eine Workbench wiederbekommen. Oh, heftig. Unglaublich, was wir alles da gelassen haben. Das ist schon ein wenig schmerzhaft. Müssen wir recht überlegen. So, Tür ist zu. Das Haus gefällt mir immer noch sehr schön. Sehr gut. Es ist ja schwierig, dass einem etwas schön gefallen kann. Genauso wie nichts teuer kostet oder die Zeit spät ist oder sowas, ne? So, also Sonne geht unter. Wir legen uns mit unserem gefundenen Eisenschwert hin und fristen unseres trüben Daseins. Das ist aber nicht das Wasser, was wohl so trübe aus. Ach nein, das bin ja ich. So, wir sind hier, ich bin da und wir machen folgendes. Das Holz, oder gehen wir jetzt gleich auf Jagd? Ja, ich denke, wir machen das gleich mal. Holen uns mal so einen Standardvorrat. So, dass wir... Ja, das reicht noch nicht so ganz. Für ein Bötchen. Das aber schon eher. So, dass wir den verlorenen gesammelten Krams da schnell wiederbekommen. Das wäre mir ein großes Anliegen. Hoffentlich gehst du nicht kaputt. So, und raus hier. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Also anderthalb Blöcke müssten wir schon hoch, ne? Ich denke, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber in der Insel kommen wir sicher vorbei. So, wobadadada. Nicht gegen den Sand fahren. Das ist eher ungesund. Hallo, beschleunigen, Gas. Naja, diese Boote, mit denen muss ich nochmal eine Runde üben. Da ist das noch nicht. Da müssen wir noch eine Bucht weiter. Wir können das Ganze natürlich auch zu Fuß zurücklegen. Ich finde das aber immer ein bisschen schöner, wenn wir vielfältiger... Eis in sich, nein, riesen Eisberg, scheiße, Dreck, ausweichen. Wenn wir vielfältige Fortbewegungsmöglichkeiten haben und auch wahrnehmen. Was ist denn das da eigentlich hinten? Oh Mann, Venekraft, was machst du denn hier? Also wenn, ne, das hatte ich glaube ich schon erzählt, wenn mich jemand fragen würde, warum das, also wenn ich jemanden fragen würde, nee, wenn mich jemand, genau so warum war das, wenn mich jemand fragen würde, warum Minecraft denn bei ihm so komisch ist, dann würde ich sagen, ne, du hast da rumgespielt, dein Rechner ist zu schwach oder du bist unfähig oder sowas. Ja, aber von mir selbst kann ich das ja schwierig behaupten. Das macht man ja nicht, nee. Selbstdiffamierung, das... Davon habe ich auch noch nicht gehört. Ist aber wahrscheinlich verbreitet, sich... Also den Fehler eher bei sich selbst zu suchen, als das auf andere zu übertragen. Also zumindest kenne ich das von mir so. Mir ist nicht so der... Wow, schon wieder einer. Das ist ja unglaublich, wie schön das hier geht. Das ist ja auch eher missraten, ne? Das ist auch missraten. Da würde ich sagen, das ist ein Waldbrand gewesen. Aber wenn man mal so in Nadelwald geht, da sind ja grundsätzlich die unteren Partien eines Baumes schon so ranzig bis abgestorben. Auch wenn man jetzt eine einzelne stehen hat, die geht irgendwann in der Mitte, von der Mitte aus kaputt. Da kann man wenig wohl gegen machen. Oder vielleicht doch. Ich bin nicht so der Gärtner, hab nicht so den grünen Daumen. Und was wollte ich sagen? Sapling? Kein Sapling. Und. Ja, also irgendwas von der Vergänglichkeit wollte ich, glaube ich, erzählen. Ja, und so ist das hier eben auch sehr realistisch gemacht. Für mich schon ein wenig zu realistisch. Mit dieser Zerstörung kann ich nicht umgehen. So, der ist doch noch hübsch. Den können wir mal mitnehmen. Der steht so einsam am Wegesrand. Ist auch echt schön mit so einem zugefrorenen See. Das wäre sicher klasse, wenn das ein etwas größerer See wäre. Dann könnte man da Schlittschuh laufen und Zombies bewundern und... Soll das eine Höhle sein? Mal kurz auf Tauchstation. Nee, da ist Wasser. Naja. Das Höhle? Auch keine Höhle. So, wo ist jetzt unser Gefährt? Laufen und hoppsala. Ich weiß nicht, ob man die Biome auch
manuell vergrößern kann mit irgendwelchen Tricks. Das wäre dann ganz cool, wenn man das machen könnte. Dann könnte man sich einzelne, ja, könnte man sich hier diese ganze Bucht einfach mal zufrieren lassen. Das wäre bestimmt schick. Tja, oder wir würden einfach mal Höhlen bewundern, die da. Ach Mensch, ein Monster spawnen, habe ich gar nicht gesehen. Aber dass da irgendwo eine Schlucht ist, das haben wir ja schon gesehen. Mehr so oberirdisch. Ach du heiliger Bimbam, ich will das gar nicht alles sehen, was da so rumkreucht und fleucht.